Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren! Der vorliegende Antrag hat meine Unterstützung, obwohl sich der Titel wie eine Parole aus meiner Pionierzeit in der DDR anhört. Es handelt sich ja tatsächlich um ein wichtiges Anliegen, insbesondere natürlich auch vor dem Hintergrund unserer deutschen Geschichte. Ist hier, glaube ich, noch nicht erwähnt worden. Aber nicht nur wegen unserer Verbrechen. Nicht nur wegen unserer Verbrechen. Es gibt im Zusammenhang mit Friedens- und Konfliktforschung einen sehr positiven, beispielgebenden Prozess in unserem Land. Die Wende in der DDR und der Einigungsprozess, der Zusammenbruch einer hochgerüsteten Diktatur praktisch ohne Blutvergießen, ein Klassiker der modernen Friedens- und Konfliktforschung. Aber Friedens- und Konfliktforschung hat natürlich auch ganz konkreten Bezug, ist ja auch schon mehrfach erwähnt worden, zur aktuellen deutschen Politik, insbesondere da Deutschland zur verstärkten Übernahme internationaler Verantwortung bereit ist, wie zum Beispiel im Münchner Konsens vor 2 Jahren festgestellt wurde. Und damit sind wir auch als Deutscher Bundestag in einer besonderen Verantwortung. Es ist also folgerichtig, dass wir uns mit dem Feld der Friedens- und Konfliktforschung stärker beschäftigen und es stärken. Die wissenschaftliche Analyse von Konfliktursachen ist von herausragender Bedeutung, um Fehlentwicklungen frühzeitig zu erkennen, Strategien für friedliche Lösungen zu entwickeln und fundierte Entscheidungen zu treffen. Das ist ja auch schon gesagt worden. Ich will Ihnen aber an einem weiteren konkreten Beispiel auch mal illustrieren, dass die Thematik durchaus nicht nur komplex, sondern teilweise auch hochinteressant ist. Ich nehme mal einen Nebenaspekt der Konfliktforschung, das Thema begleitende Mythen. Sie sind ja oft wesentlicher Teil einer Auseinandersetzung. Und ich nehme als konkretes Beispiel mal die Auseinandersetzung um die Krim. Ein aktuelles, wenn auch nicht mehr brandaktuelles Beispiel. Wussten Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, zum Beispiel, dass die Annexion der Krim durch die Russische Föderation eigentlich ein russisch-deutsches Projekt war oder ist? So wurde es jedenfalls einer sehr erstaunten Helmholtz-Delegation, ich war dabei, 2014 in Moskau, anlässlich 10 Jahre Moskauer Helmholtz-Büro, von einem hochrangigen russischen Wissenschaftler erklärt. Ich glaube, er wollte uns eine Art Kompliment machen und um mehr Verständnis auf deutscher Seite bitten. Die Lösung ist natürlich ganz einfach. Die erste russische Annexion der Krim erfolgte unter Katharina der Großen, die als geborene Sophie Auguste Friederike von Anhalt-Zerbst natürlich Deutsche war. Sie können sich vorstellen, dass die deutsche Delegation in Moskau etwas gequält gelächelt hat. Viel interessanter in diesem Zusammenhang finde ich aber, dass die Annexion 1783 von Fürst Potjomkin angeführt wurde, oder der war dafür zuständig, der für einen Besuch der siegreichen Zarin Katharina auf der Krim eben jene dann berühmten falschen russischen Dörfer errichtet hat, um der Zarin die erfolgreiche Russifizierung der Krim zu demonstrieren. Potjomkinsche Dörfer ist ein geflügeltes Wort, nicht nur im Deutschen. Mich persönlich hat aber die Sowjetzeit immer mehr interessiert. Und diesen zweiten Punkt der Krim-Mythologie will ich nicht unerwähnt lassen, weil er auch die ganzen Schwierigkeiten und Sensibilitäten einer solchen Geschichte ziemlich deutlich macht. 1954 wurde die Krim nämlich innerhalb der Sowjetunion administrativ umgehangen von der russischen SFSR zur ukrainischen SSR. Und dieser Vorgang wird heute gerne von russischer Seite so dargestellt, als ob der Ukrainer Chruschtschow quasi in einer Wodka-Laune ohne echten Grund unter Bruch selbst sowjetischer Regeln der Ukraine dieses Stück Land unrechtmäßig zugeschanzt hat. Eine perfide Legende, die wie alle guten Lügen natürlich auch einen Teil Wahrheit enthält. Chruschtschows ursprüngliche Machtbasis war die Ukraine. Es gab einen heftigen Machtkampf nach Stalins Tod 1953 und Unterstützung der ukrainischen Kommunisten brauchte er dabei dringend. Nicht richtig ist aber, dass es nicht gute Gründe für diese administrative Änderung gab. Die Versorgung der Krim lief vor allem über die Ukraine. Das ist übrigens auch heute noch eine Herausforderung in diesem Konflikt. Was ich an der Legende aber besonders perfide finde, und deshalb erzähle ich es hier, ist die subtile nationalistische Unterstellung. Mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit, ich habe es nachgeprüft, es ist gar nicht so einfach rauszubekommen, mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit ist Chruschtschow nämlich Russe. Nach Geburtsort, nach ethnischer Herkunft und auch formal gemäß der damals gültigen sowjetischen Rechtsnorm.
Sie sehen an diesem vermeintlich kleinen Beispiel die Dimension dieser Art von Problematiken. Und deshalb muss die Arbeit in der Friedens- und Konfliktforschung sehr verantwortungsbewusst betrieben werden. Interdisziplinäre und internationale Zusammenarbeit ist absolut essentiell und eine gute Qualitätssicherung ist sehr wichtig. Denn Konflikte werden auch gerne mit Hilfe von wissenschaftlichen Erkenntnissen angeheizt. Und eine gut geförderte Forschungslandschaft in einem sehr politischen und vor allem sehr dynamischen Umfeld in Deutschland kann auch die Tendenz zum Wildwuchs zeigen. Deshalb ist mir die im Antrag festgeschriebene externe Evaluierung durch den Wissenschaftsrat ein wichtiges Anliegen. Und ich bin mir auch sicher, dass dies voll im Interesse des Hauses ist. Und es ist gut und richtig, es ist heute auch schon erwähnt worden, dass die Forschung stets auch an aktuellen Fragestellungen sich ausrichten muss. Ich begrüße es deshalb ausdrücklich, dass es ein BMBF-gefördertes Projekt Salafismus in Deutschland gibt. Es ist schon erwähnt worden. Und da kann ich mir zum Abschluss eine Bemerkung zu unserer aktuellen Stunde am Mittwoch nicht ersparen. Im erweiterten Zusammenhang mit dem Mörder Amri aus Tunesien brachte Dietmar Bartsch, der Vorsitzende der Linksfraktion, die linken Standardfloskeln von den Interventionskriegen und dem Klimawandel als den tieferen Fluchtursachen ins Spiel. Das mag ja in der Theorie richtig sein. Ich sage aber dazu mal ganz ausdrücklich in Richtung der linken Seite: Bitte unterlassen Sie in dem konkreten Fall auch nur den Versuch einer Legendenbildung. Die Geschichte des Mörders und Terroristen aus Tunesien hat weder mit einer Intervention noch dem Klimawandel zu tun. Und ein Flüchtling war er auch nicht. Für diese Feststellung brauche ich eigentlich keine Wissenschaftler, aber wenn es gut gemachte Untersuchungen über die wahren Ursachen des Islamismus in Deutschland gibt, wird es vielleicht auch anderen leichter fallen, diese Art von Legendenbildung ein klares Stoppsignal zu zeigen. Zusammengefasst, Friedens- und Konfliktforschung in Deutschland dient der Beförderung von friedlichen Konfliktlösungen, von demokratischen Prozessen und Lösungen unter dem Leitstern von Freiheit und Menschenrechten. Und so unterstütze ich das Anliegen der Stärkung der Friedens- und Konfliktforschung auch unter dieser blumigen Überschrift. Vielen Dank. Als letzte Rednerin in dieser Aussprache hat Dr. Daniela Ridder von der SPD-Fraktion das Wort.